So werden euch die Volumenformeln in der Schule leider nicht beigebracht, obwohl, wenn man es einmal so versteht, ihr die Formeln nie wieder auswendig lernen müsst. Wir starten mal hier oben mit dem Zylinder zum Beispiel. Warum ist denn die Formel Pi mal R Quadrat mal H? Naja, man macht Folgendes. R ist der Radius von diesem Boden hier quasi. Mit Pi mal R Quadrat berechnet man hier den Flächeninhalt vom Boden. Und jetzt möchten wir fürs Volumen einen Raum haben. Und das macht man folgendermaßen. Man stapelt jetzt diese Bodenfläche so oft aufeinander, bis man hier oben quasi beim Deckel ankommt. Und das eben H mal. Weil ja die Höhe, also so oft muss man es aufstapeln, H ist. Ganz logisch die Formel. Hier das gleiche vom Quader. Man rechnet A mal B mal H. Warum? A mal B. Dadurch hat man hier diese Grundfläche. Und die stapelt man jetzt H mal aufeinander. Schon hat man das Volumen auch von diesem Körper. Ganz einfach, oder? Habt ihr das so gelernt? Schreibt es in die Kommentare. Mathe kann jeder. Wir wollen es beweisen.